Die Regionalliga bei Sport Total. Präsentiert von bwin. Alles bereit also für einen guten Fußballabend. Christian Schäper schaut auf die Uhr, pfeift die Partie an. Aachen beginnt von links nach rechts in komplett weiß. Düsseldorf komplett in rot. Klassenerhalt das oberste Ziel, das ist logisch, das ist selbstverständlich. Da ist das Tagesgeschäft zu Hause, da muss man bleiben, um irgendwie die ganze Infrastruktur hier zu halten. Trotzdem wäre natürlich auch ein Pokalfinale was Besonderes für die gebeutelten Alemannen gewesen. Guter Ball in die Mitte, Kopfball! Und die erste Torannäherung da für Erkin Yildiz, der heute wieder in die Startelf zurückgekehrt ist und direkt mal zeigt, dass er vorne da als Stoßstürmer agieren wird. Beide Mannschaften bewahren jetzt hier die Ruhe bislang. Aggressiv geht noch keiner zu Werke. Oh, guter Ball in die Tiefe und saubere Brustannahme da. Die erste Chance für Fortuna. Und da ist der Ball drin. Düsseldorf geht in Führung. Ganz einfach, ganz schnell. Ein hoher Ball aus der Tiefe. Und der Gast führt nach 11 Minuten mit 1:0 auf dem Tivoli. Genau der Start, den die Alemannen vermeiden wollten. Torschütze nach diesem wundervollen Pass hier. Patrick Susek. Und Wilton kann aber die Flanke zum Einwurf rausgeben. Torschütze Susek. Gute Bewegung, lange Ecke anvisiert, aber schöne Parade von Joshua Omroos. Ja, die drei Punkte heute werden wirklich immens wichtig. Nächste Woche dann das entscheidende Spiel gegen den VfB Homberg. Abschluss aus der zweiten Reihe. Und mal wieder eine gute Chance durch Selim Gündüz, der sich jetzt einfach mal ein Herz fasst. Aber Gorka lenkt zur Ecke. Und somit vielleicht die letzte richtige Chance hier, bevor wir in die Pause gehen. Leichter und da ist er drin! Genau die Chance ist es dann! Die erste richtig gefährliche Ecke und Kapitän Frank Uzlak ist es dann mit dem Kopf. Der Aachen hier den Ausgleich bringt. Und während wir uns hier die Wiederholung anschauen, pfeift Schiedsrichter Schäfer schon zur Pause. Auch jetzt wieder in der Vorwärtsbewegung. Dupe. Aber gut antizipiert da von Uzelak. Und jetzt, wenn er einen Moment früher auftritt, dann ist Yildiz alleine durch. Gündüz. Flanke auf Yildiz, kommt nicht ran. Zweiter Ball, Damani. Schlägt den Haken. Und alleine vom Tor, Tor! Kurz vor der Pause, kurz nach der Pause. Alemannia Aachen dreht das Spiel. Gut nachgesetzt hat Damani mit dem klugen Haken. Und dann ist es Tim Kotzucek, der genau im richtigen Moment durchläuft. Und schießt er sich beinahe noch selbst an, aber so nah vom Tor kriegt er die Kugel dann auch nicht mehr von der Linie. Und so schnell wird aus einem 0:1 ein 2:1 für die Gastgeber.
Guter Abschluss da, Unsicherheiten von Keeper Gorka. Uzulak entscheidet sich, den Freistoß direkt aufs Tor zu knallen. Und der Keeper kann den Ball nicht festhalten. Überraschend. Sehr am Flattern der Ball, aber Glück gehabt da. Ja, gute Ecke und frei vom Tor. Die Entscheidung. Fragezeichen für Alemannia Aachen. Wieder ist es ein Standard, wieder ist es ein Kopfballtreffer. Und der Gastgeber macht hier vermutlich den Deckel drauf. Hamdi Damani da wunderbar eingelaufen. Und dann können hier alle im Stadion aufatmen und sich ein entspanntes Wochenende machen. Ja, richtig gesehen da. Abseits. Aber das ist egal. Das ist komplett egal. Alemannia Aachen gewinnt sein letztes Heimspiel der Saison mit 3:1 und macht einen riesigen Sprung in Richtung Klassenerhalt. Die Regionalliga bei Sporttotal. Präsentiert von bwin. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war es das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.